das ist auch so komplett neben jeglichem Ton. Das trifft halt gar nichts. Das ist so richtig... Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir haben 12.000 Gil angesammelt oder so. Und wir haben den 9. Tag im Winter. Bei uns brodelt und kocht alles. Und wir haben den Angelwettbewerb gewonnen. Deswegen haben wir jetzt ganz viele extrem coole Sachen, die ich noch nicht nutzen kann, weil ich dafür eine andere Angel brauche. Ha! Das macht ja gar nichts. Das frustriert nur ein kleines bisschen. Okay, es ist schon ganz schön frustrierend. Ich überlege gerade, ob ich diese Sachen aufbewahren sollte. Ich würde das gerne zu Hause aufbewahren. Ganz ehrlich. Ich mache nochmal eine Holzkiste. Wir werden eh viele brauchen. Da kann ich auch nochmal noch eine machen. So, die Steine kommen da auch rein. Dann kommen hier diese Dinge wie das. Ich packe mal aktuell das auch alles da rein. Das muss trotzdem noch ein bisschen sortierter werden. Und das ist alles noch nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Aber ich... Dinge. Ich bin auf dem besten Weg. Heute kümmern wir uns darum, die Wintersaat auszusäen. Und ich wollte ein paar Zuschauerbriefe abklappern. Also, ihr schreibt ja immer sehr viel, gerade wenn ich bei Stardew Valley über irgendwelche Themen geredet habe. Oder euch auch gebeten habe zu sagen, ey Leute, ey, moin Leute, sag doch mal, worüber sollen wir reden? Habt ihr da ganz besondere Wünsche? Gibt es da etwas, das sich auf den Herzen legt und so? Und dann kriege ich halt vor allen Dingen auch sehr oft private Nachrichten. Frage ich immer so, ja, ich möchte es jetzt nicht unbedingt öffentlich als Kommentar schreiben, aber... Und ja, allgemein betrachtet sind es halt... Eigentlich all die Probleme, durch die wir alle als Teenager durchgegangen sind, oder Menschen wie ich, die da immer noch durchstruggeln, weil sie kein Teenagerleben hatten. Ja, sad but true. Ich hole mal die Sachen von draußen rein, die ich hier nicht haben, das lasse ich drin, das lasse ich drin. Das auch? Sehr gut. Und also Sachen, Dinge, Wertigkeiten, Probleme, Nöte, Sorgen, die ich glaube wirklich jeder kennt, oder außer den ganz, ganz glücklichen Menschen, die einfach mega Luck hatten. Und da gibt es halt auch welche von, das ist so gut zu wissen. Auf deiner Seite ist man jetzt immer so, warum bin ich immer die Ausnahme? Will ich meine Truhen dastehen? Ha, irgendwie wäre es schön, ich hätte einen hübscheren Ort für die Truhen. Ich könnte das ja alles umdekorieren, ne? Ich glaube, ich kann das alles da hinstellen, wo ich es hinstellen will. Hm. Das ist kein interesting. Kann man Stühle drehen? Nee, ne? Den muss man doch drehen können. Wie dreht man dann Gegenstände? Geht das überhaupt? Den Stuhl würde ich echt gerne drehen. Gut. Ich will Harken. Brauche ich gerade aktuell nicht gießen. Sollte ich die Sachen wohl im Winter auf jeden Fall auch. Das sind mir die wichtigsten Sachen. Gerade jetzt muss ich die Wintersaaten suchen. Ich weiß gar nicht, wo ich die reingelegt habe. Ich glaube aber zu dem anderen Saatgut. Und ja, ich weiß halt nicht, ob ich da, das Herbstsaat, ungünstig. Ich weiß nicht, ob ich da explizit drauf eingehen soll, ob ich mir da einzelne Sachen raussuchen soll, ob ich allgemein darüber reden soll. Das ist so ein Ding, wo habe ich denn die Wintersaat hin? Was habe ich denn damit gemacht? Ist hier eigentlich, da habe ich irgendwas reingemacht? Ah, ist gut jetzt, ja, nein. Mit dieser Stille im Hintergrund kommt das echt gut. Das ist Knoblauch. Das ist Herbstsaat. Das ist ja schon... übersehe sie, ne? Ich übersehe sie. Ja, ja, ihr habt es wahrscheinlich schon dreimal gesehen. Ich übersehe sie. So? Hä? Hab ich die denn da drin gehabt? Hab ich die... Ach, da. Ja, habe ich übersehen. Es ist mit Saatgut, da sieht man halt mal so. Ja, apropos Saatgut, wenn ich das einsäen möchte, möchte ich natürlich auch Dünger haben. Ah, da braucht man Fisch für. Da brauche ich aber viel Fisch für. Qualitätsdünger. Wäre schon nicht übel. Aber das habe ich alles nicht. Geschwindwachs und so weiter und so fort. Da habe ich auch gar nicht die Möglichkeiten. Ich kann das aus normalem Harz machen. Hydrodünger, ja, das brauche ich nicht, weil ich kann ja dann hier mit den Sprinklern arbeiten. Qualitätsdünger. Ob ich mit mal ein bisschen Fisch, den ich habe. Ich nehme mal Harz und Fisch und dann gucken wir, was ich alles daraus machen kann.
Ich habe ja nur echt ganz schön viel Fisch. Ich weiß nicht, den sollte ich vielleicht behalten? Die anderen waren nicht kompliziert zu bekommen, fand ich jedenfalls. Ich fand nicht, dass sie schwierig zu bekommen waren. Die haben sich eigentlich alle ganz simpel geangelt. Harz, wo ist der Harz? Ich brauche Harz. Ich will harzen. Da. Dann machen wir erst den Qualitätsdünger. Immerhin für die Hälfte. Halt, Moment. Ich hatte noch welchen. Eins. Zwei. Fertig. Sehr schön. Jetzt können wir nämlich mal gleich unser Layout ein bisschen ausprobieren. Und die Vogelscheuchen holen. Die coolen Vogelscheuchen. So, die Idee war nämlich, hier mit den Feldern anzufangen. Also, ich will es ein bisschen ausprobieren. Was ist das für ein komisches Geräusch? Ah, das ist der Specht da unten. Ich muss es einen weiter oben machen, glaube ich. Richtig. Der Sprenkler in die Mitte. Nur mal vom Layout gerade gucken, ob das wirklich so passt. Zack. Ja, das geht auch voll klar. Und auch hier so drumrum und den Sprenkler in die Mitte packen. Okay, jetzt ein bisschen dauern. Ich würde da Hacke so ein bisschen, ne? Genta ist ein bisschen schwierig. Gib mir den nochmal, damit das hübsch aussieht, will ich das ebenmäßig haben. Apropos ebenmäßig, kann ich den Boden eigentlich mit der Spitzhacke wieder, ne? Ja, genau. Das ist viel schöner. Jetzt habe ich den Specht verjagt. Tut mir fast leid. Gib. Nein! Ich habe gerade auf die Zahlen getippt. Ist ja ungünstig. Ja, nee, nur deswegen wollte ich mit euch darüber reden. Ich habe ja gesammelt Kommentare und viele haben gesagt, das ist ja cool. Das ist so ein bisschen wie Daily Dose Minecraft und das habe ich vermisst. Und wenn du über diese ganzen Themen redest, ist es schön, dass man sich da austauschen kann und dass wir da viel Feedback sammeln. Und da sind viele Dinge, sind sich ziemlich ähnlich. Das ist halt auch sehr, ja, interessant, dass unsere Sorgen, Ängste und Nöte, dass es alles sehr ähnlich ist. Und eigentlich alles immer wieder auf diese Thematik, Wertigkeiten und Wertesysteme zurückzuführen ist. Und ja, da könnte ich natürlich anhand von vielen verschiedenen Beispielen versuchen. Oh Mann, du sollst in die Richtung hacken, wo ich meine Maus habe. Macht mich ja wahnsinnig. Ist jetzt die Frage, ob ich da mit konkreten Beispielen arbeiten soll, ob ich mir wirklich konkret Kommentare raussuchen soll. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Und das war so meine Request. Ja, auch gerade so, als wir über die Thematik Sexualität und alles geredet haben, war das Feedback, vor allen Dingen so, das Offline-Feedback, na, sag ich mal dazu, was nicht in den Kommentaren stand, ziemlich groß. Und mir auch ziemlich erschreckt, wie viele Nöte und Sorgen da vorherrschen und wie viel, ja, nicht Unwissen, sondern halt aufgrund, ich meine, wenn man sehr jung ist, hat man noch wenig Erfahrung und dann machen einem all diese Dinge natürlich entsprechend sehr viel Angst. Und halt auch den Leuten, die so wie ich alt sind und keine Erfahrung haben, die natürlich entsprechend auch Ängste in alle möglichen Richtungen. Und das auszutauschen und damit unseren Horizont zu erweitern, das finde ich eigentlich ganz spannend. So, aber da war jetzt halt so meine Frage, ob ich verallgemeinern soll oder nicht. Ja, da bin ich jetzt, das war so die Idee dahinter. Was ich mit verallgemeinern meine, habe ich da ein Beispiel, kann ich irgendwie ein Beispiel bringen? Ja, also ob ich spezifisch auf Fälle eingehe, die man mir geschildert hat. Ich kann, wie gesagt, ich nenne ja nicht unbedingt einen Namen bei und so. Oder ob ich halt dann sehr ganzheitlich darüber reden soll. So, das ist so mein Vorschlag, was euch da besser gefällt. Ihr kennt ja meine Art zu quatschen. Und ja, ich frage bei sowas ganz gerne. Eben, weil ihr vielleicht auch dann mehr Vertrauen habt, eure Gedanken und Probleme, eben gerade per E-Mail oder sowas, ist ja schon oft passiert, mir zu stellen und der Community mitzuteilen, wenn ihr wisst, dass ich verallgemeinere und ihr nicht das Gefühl habt, oh, das ist mein Fall, jetzt redet sie über mich. Sondern so, das könnte auch jemand anders sein, dem Ähnliches passiert ist oder der ähnliche Gedanken hat. Weil wir reden hier über sehr sensible Themen dann. Also, nicht wirklich sensible Themen, aber die Gesellschaft lässt uns gerne glauben, dass diese Themen sensibel sind. Sagen wir es mal so. Das ist halt wirklich, das Problem bei ganz vielen Dingen. Dass die Gesellschaft einen das glauben lassen möchte. Ja, wo wir wieder bei der Thematik Wertesysteme sind und dem, was in unserer Kultur vermittelt wird als Werte. Habe ich ein sehr langes Video drüber gemacht auf meinem Vlog-Kanal. Wer sich damit gerne näher auseinandersetzen will, feel free.
Ja, mein Vollkorn-Honig-Kanal schon lange nichts mehr gebracht, weil es einfach unfassbar große Mehrbelastung wäre. Ich habe halt echt, also ich habe ja wirklich einen richtig krassen Output an Videos und ich weiß nicht, wie ich das noch unterbringen soll, dass es genügend Qualität hat. Ich möchte ja auch ein bisschen recherchiert an die Sachen rangehen. Und vielleicht können wir das ja auch über solche Projekte wie Stardew Valley tatsächlich mal wieder in Angriff nehmen. Weil ich habe ja früher meine Vlogs durch Minecraft quasi gemacht. Und mit Minecraft habe ich mir Meinungen eingeholt, habe mir Lebensgeschichten angehört, von vielen Leuten viel Feedback bekommen, auch viel sehr gute differenzierte Kritik, wenn ich Dinge gesagt habe, die ich nicht richtig verstanden habe und dementsprechend Quatsch geredet habe. Und das war sehr hilfreich, weil dadurch konnte ich meine Vlogs machen. Dann das bedeutete nicht so viel Recherche. Ich weiß, viele Leute sagen, oh, quatsch doch einfach drauf los. Aber man kann so viel falsch machen, wenn man einfach drauf losredet. So, gehen wir heute Abigail einen Kürbis geben. Shane kriegt eine Pepperoni. Das finde ich doch nur, ich nur daran erinnern könnte, was die anderen alles hatten. Ich habe hier meinen Sheet. Jetzt kann ich hier Wintersaat abhaken. Wartet, ich kann hier Wintersaat abhaken. Zack, Wintersaat abhaken. So. Meine Grundgestaltung habt ihr jetzt auch gesehen. Ich würde das gerne kombinieren mit Bienenhäusern und Blumen und dann mit den ganzen Staudengewächsen, so im Kreis drumherum. Und dann für die anderen Früchte, die auch Riesenfrüchte ergeben können, würde ich ganz gerne große Felder anlegen, sodass das Ganze ein bisschen unterbrochen ist, dass es so ein bisschen was Sympathisches halt einfach kriegt. Steht hier so sympathisches, sympathisches System mit unterschiedlichen... Hä? Warte. Zack. Ja, so geht das. Mit unterschiedlichen Facetten einfach. So. Hier auch noch runter? Das ist halt jetzt so die Frage. Was sieht schön aus? Zack, bis hier runter. Das sieht auf jeden Fall schön aus. Und dann könnte ich das bis da hochlaufen lassen und muss diese Kiste hier leer räumen. Vielleicht kümmere ich mich auch heute... Ja, komm, das ist auch kein Problem. Fast kein Problem zumindest. Wieso mache ich das einzeln? Wieso klicke ich das nicht an? Wieso? Was? Was ist falsch mit mir? Was ist los? Ha? Denken und reden gleichzeitig. Der Strohhut kann hier zum Beispiel rein. Eine Kiste für Müll wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Dann merge ich gerade mal diese untere dunkle Kiste mit diesen Sachen zusammen. Weil das passt durchaus zueinander. Ja, was ich machen wollte und was mir auch wieder mehr Platz ins Inventar bringt, ist das Verkaufen. Und den Lehm packe ich auch gerade mal weg, weil ich keine Lust habe, ihn einzusortieren. Auch wenn ich theoretisch nur hier hätte draufklicken müssen, weil der ja hier vorhanden ist. Ja, ja, ich... Ne? Der Prügel und die Schuhe. Alles da rein. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. So. Gib mir das. Und jetzt gib mir das. Tja, jedenfalls denke ich über all diese Dinge gerade aktuell sehr viel nach. Und das ist ja auch okay. Da ist der Angelhaken. Ja, den brauche ich ja jetzt eigentlich. Den habe ich gekauft für ganz viel Geld und jetzt habe ich ihn gewonnen, ne? Ja, das ist traurig. Das ist halt wirklich richtig sad. Ich sollte da nichts kaufen ohne... Na, dann weiß man das jetzt. Learning by doing. Das ist ein ganz wichtiger Faktor in unserem Leben, unserer Gesellschaft... Ja, learning by doing. Aha, man muss die Fehler auch selbst machen, um daraus zu lernen. It is so. It is wie it is. Kiste. So. Hier diese ganzen Farmmittel aufstellen. Die kommen da rein. Nein, die habe ich angeklickt. Der ganze Lehm, der Schmuddel. Das ist nicht... Das muss ich das ins Museum bringen? Nein, das kann ich verkaufen, glaube ich. Weil... immer muss home. Ist das schon... Ja, vielleicht brauche ich das auch später mal für irgendwas. Wie das zum Beispiel. Keine Ahnung, es kommt jetzt weg. Okay? Keine Zeit, kein Platz. Cool, und jetzt passt noch die Truhe da rein. Warum ich das nämlich mache, ist, ich möchte den Weg bis zum Hühnerstall durchlegen. Kätzchen, wo? Wo ist Kätzchen? Hi, mein Schatzi. Oh, guck mal, du kriegst was Frisches zu trinken. Ich hoffe, es gefriert nicht. Meine Hühner. Oh, ihr habt noch genug zu essen. Knuddeln, knuddeln, knuddeln. Mit dem Inventar voll. Knuddeln. Gott sei Dank. Ich glaube, da war ich gestern nicht. Ich glaube, ich war gestern nicht meine Hühner kuscheln. Ich habe nicht meine Hühner gekuschelt. Ich bin so eine schlechte Hühnermama.
Oder habe ich sie gestern gekuschelt? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Farmen, farmen, farmen. Alles zum Farmen. Und das ist alles so von draußen. Natur, Saatgut, Schleimharz, Steine, Holz. Ich glaube, das ist eine ganz akzeptable Sortierung. Tja, diese Arbeit muss ich auch machen. Sortieren, fleißig sein. Fleißig ist ein ganz, ganz wichtiger Paktor. Paktor, genau. Hm, ja, ja, weil ich gerade an das Wort packen gedacht habe. Oh, ich bin ja voller Packesel. Ha, ha, ha. Die Paktoren meines Lebens. Ja, ich kann euch nur eins sagen. Fleiß ist eine ganz großartige Sache. Da muss man sich zwar erst durchbringen zu und Fleiß muss man erlernen. Und wenn das Elternhaus einem das nicht mitgebracht hat, ist das sehr schwierig. Aber wenn ihr erst mal auf dieser Spur seid, auf der Fleißspur des Lebens, dann werden so viele Dinge so viel einfacher. Ich bin ja so ein Kompromissmensch. Ich muss ja quasi mit allem in meinem Leben Kompromisse eingehen, weil ich ja irgendwie in allen Ecken nicht lebensfähig bin. Und der Fleiß in den Bereichen, in denen ich mich entfalten kann und die funktionieren, ist so das, was einen dann über Wasser hält. Oh, die lasse ich mir lieber drin. Ich weiß nicht, ob nicht irgendwann mal jemand Gewürzbeeren haben will. Das ist auch so ein Ding. Oh, das haben auch ganz, ganz viele geschrieben. Dieses so Kompromisse im Leben eingehen. Und man hat Angst davor und man weiß nicht, wann man da aufhören muss. Und oh, da habe ich eine ganz schlechte, da bin ich ganz schlecht drin. Das kann ich nämlich überhaupt nicht einschätzen. Ich bin auch noch jemand, ich hack mir auch noch das Bein ab, wenn ich das Gefühl habe, dass das in irgendeiner Weise zweckdienlich wäre. Deswegen, da bin ich nicht sonderlich gut drin, Grenzen zu erkennen. Ich arbeite daran, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das erkennen kann. Vielleicht auch Dinge, die wir gemeinsam erforschen können und im gemeinsamen Austausch lernen können. Grenzen und ab wann, wenn einem etwas wehtut, sollte man eine Notbremse ziehen. Aber dann müsste ich ja permanent eine Notbremse ziehen. Also schwierig. Alles schwierig. Okay, da habe ich die ganzen Waldfrüchte reingeballert. Und es ist so beruhigend. Das klingt komisch, ne? Es ist so beruhigend zu sehen, wie vielen anderen Menschen es ganz genauso geht. Wenn man fühlt sich ja immer so, hä, bin das nur ich? Cool. Wieso ist das nur bei mir so? Oder was mache ich falsch? Und man stellt fest, nee, man macht da eigentlich gar nicht wirklich was falsch. Das ist so eine allgemeine Sache, die geht ganz vielen Leuten so. Und das gehört dazu und das erlernt man. Und ich kann euch halt sagen, als alter Mensch, als alte Frau kann ich euch sagen, dass ganz viele Dinge verschwinden erst, wenn man älter wird und ganz oft auf die Fresse geflogen ist. So, ganz viele Dinge sind erst dann im richtigen Licht erkennbar, wenn man ein paar Mal auf die Nase geflogen ist, wenn man das dann in Relation zueinander sieht und den Vergleich zueinander ziehen kann und einem bewusst wird, dass man erstens Ähnliches schon durchgestanden hat. Daraus machen wir übrigens mal das helle Bier. War doch Hopfen, ne? Einen Hopfen hinzufügen und dann gibt es helles Bier, ja. Und dann werden so viele Dinge, über die man sich als Jugendlicher gerade Sorgen gemacht hat, die werden dann plötzlich so einfach und sortierbar und auch verständlich. Und man lernt andere Menschen kennen, denen es genauso geht. Oh, das ist so krass. Wir backen doch alle nur mit Mehl. Okay, ich mit glutenfreien. und wir haben doch alle Päckchen zu tragen. Ich bräuchte noch so einen zweiten Schwabbelbobbel. Kupfer, Eisen, Eichen, Holz. Ich glaube nicht, dass ich noch Eichen habe. Doch, habe ich. Kupfer, Eisen, Eichen, Holz. Ja, das Problem ist jetzt, dass ich das hier alles unten verstaue, dass ich immer hier unten hinlaufen muss, wenn ich Holz und Stein brauche. Und ich glaube, das Holz reicht auch nicht. Kupfer, Eisen, Holz. Das ist kein Problem. Holz kriege ich jetzt. Na, easy, GG. Kein Problem. Guck mal, was hier alles wächst. Wachsen die im Winter nicht? Nee, ne? Die sind irgendwie schon voll die lange kleine Polnüppel. Ich scheue mich, die neben dem Wasser zu fällen. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig mit dem Holz. Da habe ich schon ziemlich viel weggefällt. Hier möchte ich meinen Wald eigentlich nicht roden, weil der so hübsch ist. Dann gehen wir mal einfach ein Feld nach unten. Noch ist früh genug. Noch kann ich das machen. Noch kippt mein Charakter nicht gleich um. Man kann ja wohl auch Kaffee machen. Und der hält einen ganz doll fit. Dann läuft man schneller. Aber man kann nicht länger wach bleiben, glaube ich, oder? Kann er noch länger wach bleiben? Kaffee übrigens, Koffein ist keine zu empfehlende Droge. Prinzipiell alle pushenden Stoffe, die euch
kurzzeitig eine Verbesserung in irgendetwas geben, sind niemals lange zu konsumieren. Das ist ja mit Medikamenten auch nicht anders. Nur mal so als Tipp, weil auch darüber ganz viele geredet haben, oh, ich trinke so viel Red Bull, was kann ich dagegen tun? Tu es einfach nicht mehr. Mach's nicht, weil am Ende sitzt du so da wie ich und hast einen kaputten Magen. Das Red Bull hat durchaus, prähistorische Schulterplatte, seinen Beitrag dazu beigetragen, es einfach nur schlimmer zu machen. Ich meine, andere können das jahrelang trinken, bei mir reicht ein Jahr aus und alles geht vor die Hunde, aber man kann sich auch ein neurologisches Ungleichgewicht im Gehirn holen. Diese drogenähnliche Wirkung von Koffein ist auch noch nicht so hingehend erforscht, was das für Langzeitwirkungen haben könnte. Das muss ja nicht bei jedem der Fall sein. Es gibt Leute, die rauchen ihr ganzes Leben lang, werden 90 und sterben dann an was vollkommen anderem. Und dann gibt es Leute, die trinken ihr ganzes Leben lang und werden 90 und ihr Körper hat überhaupt keine Probleme damit. Wir sind nämlich alle super unterschiedlich. Deswegen ist auch diese Studien haben ergeben, ziemlich, mit Vorsicht zu genießen. So, jetzt habe ich aber gut Holz. Weil das wäre so schön, wenn wir Sam ihr Bier machen können. Ich mag Sam halt so total gerne. Pam, nicht Sam. Pam. Pam ist eine, ist irgendwie, ich weiß nicht, diese schrullige, schroffe Art ist so ehrlich gewesen. Und damit konnte ich ganz gut arbeiten. Bei Shane das Gleiche. Der Grund, warum ich mit bei Alex ist es was anderes. Der ist ja auch schroff, aber er ist bösartig schroff. Und bei Shane ist es so ehrlich schroff. So, nee, das interessiert mich nicht, verpiss dich. Damit kann ich arbeiten. Das ist eine Sprache, die verstehe ich. Das muss ins Museum. Da war jetzt nur Kopie und... Ja, ich weiß, es ist spät. Ich brauche Kopie. Kopie und das hier. Und jetzt kann ich... Machi, das hier. Zacki, zacki. Wunderbar. Ich packe das tatsächlich einfach noch hier mit rein. Und jetzt kommt der Hopfen dahin. Cool. Mein Kätzchen schläft neben dem Sofa. Ist das süß. Oh, so cute. Mayonnaise bringt doch richtig was, habe ich gesehen. Ich glaube, ich werde die mal verkaufen. Das sind meine ganzen Steine. Und ich packe mal gerade das einfach mit dazu. Das kann ja raus. Das habe ich ja unten in der Kiste. Weil das auch Sinn macht, dass ich irgendwie so zweierlei Kisten anfange und auch Holz neben dem Haus horte. Ich habe ja jetzt genügend Kisten, da kann ich das ja so baumaterialmäßig hier erstmal mit rein organisieren. Alter, ich werde morgen danach suchen, ne? Weil ich wieder morgen nicht weiß, wo das alles ist. Die Kisten lagere ich gerade mal da extra. Die Treppen gehören eigentlich auch woanders hin, ich weiß. Ich habe Mayonnaise, hast du Mayonnaise? Wisst ihr was, ich verkaufe euch gerade einfach mal, wenn ich das Inventar frei habe. Uiuiuiui, ein Quasseltag. Ein schlichter, stiller Tag auf unserem Bauernhof. Aber so ist das nun mal. Ich freue mich auf euer Feedback. Ah, es ist bei Stardew Valley immer großartig. Wisst ihr, das Projekt mag zwar wenig Views haben, aber es ist mein Lieblingsprojekt, weil es so unglaublich viel Feedback generiert. So unglaublich viele PMs auf Instagram und auf Twitter und auch per E-Mail und vor allen Dingen aber auch die Kommentare. Das ist so viel und so nett und so liebenswürdig. Genauso wie bei unseren Minecraft-Projekten früher. Und das ist total schön. Deswegen freue ich mich jeden Tag auf Stardew Valley. Doppelt und dreifach, weil ich das mit euch teilen kann. Das ist so dieses Kernprinzip von Let's Plays. Dieses gemeinsam erleben. Okay, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mach's gut. Tschüss.